Channel. Wir sind ja wieder in Deutschland und ich bin gerade noch ein bisschen sehr, sehr dolle traurig da gefahren. Sehr traurig und einfach traurig. Aber das soll sich jetzt ändern, Leute, denn heute geht's wieder ein, ne? Heute machen wir wieder einen Ausflug und zwar diesmal nach Hannover mit Oma, die da schon tankt. Und ja, wir haben gerade ein kleines Problem schon direkt, denn wir haben gerade bemerkt, dass ein Licht von uns kaputt ist. Super gelaufen, würde ich sagen. Ritz, ich bin natürlich auch dabei. Ritz, und ich freue mich auch schon sehr, aber ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt hier los ist. Ne, Ritz, ist das Licht kaputt oder was? Warte, einen Moment, was ist denn jetzt hier los? Müssen wir jetzt hier noch zur Werkstatt? What the fuck is going on, Leute? Oh mein Gott! Okay, Leute, es gibt gerade kleine Updates. Fahren wir jetzt einfach mal spontan noch kurz zum Baumarkt, obwohl wir gerade nach Hannover wollten? What the fuck is going on? Und wir haben hier gerade Omas Bruder getroffen und der kann uns jetzt hier eine neue Glühbirne einfach so ganz schnell einfach mal reinbauen ins Auto, während wir an der Tankstelle chillen. Chilliger Montag, würde ich sagen. Okay, Leute, wir haben jetzt hier die Glühbirne gekauft. Oma versucht jetzt hier, das da aufzukriegen. Und wie ihr seht, klappt das nicht. Das ist die Glühbirne. Die haben wir jetzt einfach ganz schnell bei dieser Tankstelle gekauft. Und ich gehe am besten mal wieder ins Auto, mir ist ja kalt. Ja, das würde ich auch sagen. Hier ist die Glühbirne, Oma. Ich würde sagen, wir haben hier schon wieder richtig viel Abenteuer erlebt, aber ja, wir wollen eigentlich jetzt los in Hannover, aber was ist das hier für eine Scheiße, Alter, Leute? Guckt ihr das mal an, was sollen wir jetzt machen, ne? Okay, Leute, wir sind jetzt hier in dieser komischen Tankstellwerkstatt und da ist jetzt einer, der repariert das gerade und ich hoffe einfach, dass wir da mal los können, aber wahrscheinlich schon, der hat da mehr Ahnung von. Und alter Handy, kannst du mal deine Fresse halten? So, Leute, wir sind jetzt angekommen in Hannover und wir waren gerade schon beim A2-Center, waren da bei Saturn, haben so ein bisschen nach Handys geguckt. Ja, wir sind jetzt hier in irgendeiner Wohngegend gelandet und es regnet in Strömen. Ihr seht, es ist alles Regen, alles komische Gegend. Wir suchen hier nämlich... Rechts abbiegen auf Zeller Straße. Danke für die Unterbrechung, Google. Wir suchen nämlich einen Bastelladen, Leute. Und hier waren wir schon zweimal. Und der müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Aber wir haben uns komplett verfahren. Es gibt nämlich bei diesem Bastelladen irgendwo in der Nähe so ein Parkhaus. Wir finden dieses Parkhaus nicht wieder, Leute. Das ist das Problem. Finden wir nicht. Finden wir nie wieder. Da ist nämlich die Straße gesperrt. Gesperrt. Kann ich reden? Gesperrt. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen weiter geradeaus. Guck mal, hier ist schon mal ein Restaurant. Gretchenstraße, dann rechts abbiegen auf Gretchenstraße. Immer noch Gretchenstraße? Ich meine, die hätten wir schon. Mann, diese Gretchenstraße. Da sind wir jetzt gelandet an der Kirche. Was? Wie kommen wir denn jetzt an die Kirche? Sag mal, geht's irgendwie noch? Leute, da ist die Kirche, aber ihr seht sie gerade nicht, denn alles ist verschoben. Regnerischer Tag. Jo. Was ist das hier schon wieder? Wo wir sind. Wir sind gleich auf der Jakobistraße, wo dieser Bastelladen ist. Der ist auch auf der Jakobistraße? Natürlich, habe ich doch gerade schon gesagt. Ja, wir müssen dieses Parkhaus finden. Guck mal, da ist doch das Parkhaus. Ja, wo denn? Weiter geradeaus, deiner Seite. Hier ist dieses Parkhaus. Wo denn? Ja, da. Da, wo Einfahrt steht. Guck mal, keiner kommt, sonst fahr ich jetzt rum. Was kannst du eigentlich? Gar nichts. Ach Gott, wie geht denn das jetzt hier runter? Jetzt bin ich runter. Was ist denn das? Sag mal, wie das geht. Ah, jetzt auf. Wir sehen das am Basteln. Oh mein Gott, Leute, ich erfriere so hart. Meine ganze Hand zittert schon. Boah, es ist so kalt. Wir sind jetzt hier vor dem Bastelladen und meine ganze Hand zittert schon. Es ist so kalt, mein ganzes Display ist schon nass mit Wasser. Ich sehe gar nicht mehr, ob ich überhaupt was filme. Das Wetter ist miserabel. Hier ist alles nass, die ganzen Straßen. Und hier ist jetzt dieser Bastelladen. Ja, und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, ob wir hier was finden. Leute, wir sind hier in diesem Bastelladen. Guck mal, hier sind so richtig schmale Wege. Und wir haben einfach hier so ein Buch gefunden, das ich schon seit 10 Jahren habe. Genau das. Weniger was. Leute, wir sind jetzt hier am Bahnhof. Wir wollten nämlich jetzt hier zu Pizza essen. Hier ist nämlich Pizza in der Nähe. Und wir wollten jetzt hier gerade in dieses komische Parkhaus fahren. Aber ich weiß nicht. Oma ist ein bisschen zu weit gefahren. Und sie steht da jetzt gerade an diesem Automaten. Aber ich glaube, irgendwas stimmt da nicht. Oma? Ist das kaputt? Ich glaube, wir haben uns hier gerade wieder in ordentliche Scheiße reingeritten. Hä, Oma, geht weg. Was ist da los? Was macht Oma denn da? Was machen wir jetzt? Nee, jetzt kommen wir nicht rein. Dort steht ein Auto, wir können nicht wenden. Ey. Da drin sieht es auch ganz schön dunkel aus. Vielleicht ist es kaputt, das Parkhaus. Fährt das Auto hinter uns auch zurück? Da muss er. Ach Gott, ey. Da muss er zurückwärts, sonst komme ich da ja auch nicht rein. Okay, wir fahren jetzt rückwärts, Leute. Die sind da jetzt nicht weggefahren, die stehen da noch. Die stehen hinter uns noch, Leute. Hä? Scheiße, jetzt stehen die da auch. Sind die blöd? Ja. Hä? Das hat denen nichts gebracht. Die sind gerade weitergefahren. Jetzt stehen die da auch. Ja, die denken, dass es vielleicht so aufgeht. Prost Mahlzeit, Leute. Was machen wir jetzt, Joshi? Hier wieder raus.
Fahren Sie besser da raus. Ja, aber man kommt Einbahnstraße. Ja, man kommt da nicht rein, das weiß ich ja. Hä? Ich habe da Ticket gedrückt, da kam kein Ticket raus. Leute, wir haben jetzt einen Parkplatz gefunden, die Krise ist überwunden und wir essen jetzt, ne? Wir sind bei Pizza Hut, ne? Oma hat hier auch so eine... Ich hab das wieder nicht fotografiert, ich doofes Frieden. Oma hat hier so ein leckeres Essen und was hab ich? Richtig, meine Pizza ist noch nicht da. Angenehm. Sie ist da, Leute, und sie ist so unglaublich lecker. Guckt euch das an, die werde ich jetzt komplett genießen. Oma hat hier auch noch was. Was machst du noch hier? Oma hat hier auch noch was. Ich hab die Pizza. Let's go. Ach, Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich kann sagen, bei Pizza Hut war es sehr, sehr lecker. Aber ja, danach haben wir nichts mehr großartig gemacht. Deswegen habe ich auch nichts mehr großartig jetzt gefilmt. Der Vlog hat auch eine gute Länge bekommen, finde ich, ne? Ich bearbeite den Vlog auch gerade ziemlich nice, ne? Also, Leute, ich kann schon schnell bearbeiten. Aber ich, ja. Jedenfalls war es hier mit jetzt. Ritze, du warst heute fast noch gar nicht im Vlog. Sorry, Alter. Ich, Ritz. Und genau aus diesem Grund werde ich jetzt das Outro übernehmen, Ritz. Und ja, jetzt, wo ich hier das Outro übernehme, kann ich hier schon mal direkt wieder Werbung machen. Das lässt du bitte. Ritz, okay, ich darf keine Werbung machen. Dann, ja, dann habe ich auch nichts mehr zu sagen. Ja, tschüss, ne? Ja, tschüss.